3,7 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die Deutsche falsch investieren. Pro Jahr. Und nicht in Wertpapiere oder ähnliches, nein. Allein durch Dinge, die gekauft, aber irgendwie nicht mehr genutzt werden und verstauben, kommt dieses Geld zusammen. Jeder kennt das doch. Die Klamotte, die Schuhe oder das Gadget sind einfach zu verlockend und schnell gekauft. Schuhe. Kleider vor allem. Irgendwelche Bluetooth-Boxen oder sowas, die man dann nachher sowieso nicht gebraucht hat. Die Sachen, mit denen man zu Hause Sport macht. Eine Dose, die man in den Kühlschrank packt, weil das die Butter da besonders gut verpackt ist. Barclaycard und die Gesellschaft für Konsumforschung haben das einmal untersucht und sind auf interessante Ergebnisse gestoßen. Vor allem der Vergleich Mann-Frau bestätigt Klischees. So ungern ich das sage, aber unser Ergebnis gibt dem Klischee recht. Es ist so, dass jede zweite Frau in den letzten 12 Monaten mindestens einen Einkauf bereut. Bei den Männern ist das etwas anders, da liegen wir nur circa bei einem Drittel. Doch was sind die Top 5 der Fehlkäufe? Auf Platz 5 liegt die Sport-Freizeitausstattung. Platz 4 hält mit schnell veralteten Handys oder Tablets die Unterhaltungselektronik. Auf Platz 3 die offensichtlich uninteressanten Bücher, CDs und DVDs. Platz 2 Haushaltsgeräte, die man nach gewisser Zeit doch nicht nutzt, wie dieser Crepe-Macher. Und auf dem ersten Platz ist die Mode. Die Hälfte aller Shopping-Irrläufer sind in diesem Bereich zu finden. Doch was sind die Top-Fehlkäufe, wenn man das rein nach Geschlecht betrachtet? 2/3 aller Frauen ärgern sich über Einkäufe im Bereich Kleidung und Accessoires. Da ist es so, dass bei Männern der Anteil nur halb so groß ist. Bei Männern wiederum ist es so, dass sie relativ oft im Bereich Unterhaltungselektronik daneben liegen. Bei Computern, Spielekonsolen, Digitalkameras werden Männer offensichtlich sehr schnell schwach. Nun liegen also die Sachen zu Hause rum und eine Abhilfe muss her. Möglichkeit 1, man behält sie. Vielleicht sind die Dinge ja doch einmal zu gebrauchen, verbraucht nur eine Menge Platz. Möglichkeit 2, verkaufen. Auf dem Flohmarkt oder im Netz sind da wohl die gängigsten Methoden. Da kann man teilweise richtig gute Preise erzielen. Oder ganz neu, Möglichkeit 3 bietet jetzt ein Finanzinstitut. Die Rückkaufgarantie. Sachen, die mit Karte bezahlt wurden, können innerhalb von 24 Monaten wieder zurückgegeben werden.